Nee, ich will hier wieder sitzen. Wenn die Tür hat, ist das kein sehr gut. Du siehst was bei der Fahrt. Jetzt geht's los. Mal gucken, was uns von erwartet. Ich habe jetzt eine Szene, die ich manchmal in dem Film gesehen habe. Und du hast dann für 60 Böse. Da sind wir nun unten. Aha. Naja, deine Gastfreundschaft war Mangelware, ne? Ja, das alte war schwer, also länger. Du warst aber auch nicht schlecht. Ja, das kann eigentlich alle Bahnen jetzt. Mr. Gonbau. Was passiert? Was ist das? Du hörst mal nur die besten Musik. Das kenne ich ja gar nicht. Das ist so geil. Oh, das ist hier. Toiletten. Keine Mädchen-Toilette. Ich dachte, das Ding an den ersten Mal da ist rein. Und ich muss jetzt hier ran, aber. Ja, diese Musik, die gibt es wieder darum, sag ich immer raus. Ja, ich auch. Du hast ihn seit wann läuft in einem Freizeitpark bis zur Musik? Ja. Das ist wieder aufgefahren von dem. Ja, da singt normalerweise auch noch so ein Opa, so ein Asiaten-Opa. Das ist ja noch gesteuerter, wenn die Duett singen. Ach stimmt, Seasource ist ja auch noch hier. Na aber. Seasource ist richtig lang. So. Und unsere letzte Attraktion hier. Ich bin einmal durchgefahren, weil ich immer gewechselt bin direkt. Da ist nochmal gefahren. Oh, Captain Pets, bitte. Erinnerungen. Wie kommst du nicht rein? Ja. Ja. Nein! Tschüss! Und, ey, Alter, nein, ne? Kannst du nicht Schiff drücken? Oh, nö, dann bist du auf der anderen Seite. Ja. Das Boot fährt jetzt alleine. Warte erst bis ich komme. Okay, jetzt nochmal. Nun passt du da. Da. So, dann genießt mal die Themenfahrt. Ich bin jetzt mal kurz unten. Ja, wir haben erstmal den anderen vorgeschickt, damit wir sicher sind, dass da nichts Schlimmes ist. Diese Fahrt ist jetzt außer Betrieb. Bitte steigen Sie aus.
Gefühl ist so. Hey, das finde ich normal, dass sie so lange wartet. Wenn da unten stehen würde, your wife will start Preventure soon. Ah, jetzt. Ah. Das kann es dauern. Er muss gespielt von Caesar, weil CV1 wird nur besser als jetzt. Wo das auch eigentlich nicht schlecht ist. Na, guck mal, wie es aussieht. Ich bin's ja noch nie richtig zu Ende gefahren, also ich lasse mich nur überraschen davon. Oha. Ich tu mal den Zähne drin. Ich glaube, ich stell dir mal vor, dass jetzt ein echt ist, der richtig geil. Oh ja. Aber ich bin schon denken, wer das dann als erstes direkt hinbauen will. Fahrer in Hochburg. Als wenn es schon 20:20 ist. Wie schnell vergeht die Zeit denn? Alles ganz ruhig hier. Ruhe vor dem Sturm. Wer bist du denn? The Last Tour of Caesar's 1 oder was? Wunderbar, Herr Stitten. Oha. Jetzt kommt die Frage, ne? Ja, ich bin mal rein, ne? Oh, nee. Nee, doch nicht. Ich glaube, die Krake ist sie gar nicht mehr dabei. Was denn dann auf der Hero? Wie gefällt das Ding nicht? Jetzt kommt die Krake, oder? Keine Ahnung, ich bin nicht mehr. Also frag mich nicht. Aber ich meine, die kommt jetzt. Bin mir nicht sicher. Also wenn es schon so ein schrottiges Boot ist. Achso, Geister gegen Menschen. Das ist ja aber was. Die Geister gehen natürlich. Geisterschiff gegen China-Schiff. Jetzt kommt die Frage. Hast du schon gesehen? Oh Gott. Ja, Alter, wie das halt aus. Oha. Oha, das sieht geil aus. Oh, es kommt eine Abfahrt. Oh nein. Hui. Das war nicht schlecht. Alles meins.
gar nichts. Ja, wenn man ja, wenn du mal nicht in die Luft schlagen würdest. Und das ist dann ja auch so. Das ist dann ja auch so. Das ist doch ein Lift. Ja, war eine schöne Fahrt, würde ich sagen. Also die Boote sehen natürlich stark aus, da kann man nichts gegen sagen. Auch mit dem Piratenlogo da. Das hier, schön. Ja Leute, das war Singapur. Ich wollte noch mal eben was gucken, ich müsste doch noch irgendwo... Ah, hier genau, Kostüme, gibt's hier auch. Mr. Gonbau und Old Fisherman. Wie viel kosten die? Exzellent. Voll, das ist ja toll. Wie jedes Team. Der Big Coaster, guck mal. Der Big Coaster fährt da. Ist guter Abschluss. Ja? Ah, okay. Schöne Bilder. So, jetzt zeige ich euch nochmal das Themengebiet von oben und ihr seht, das ist auch richtig groß. Da hinten seht ihr Seeshore. Alter Schwede. Alter. Kann man eine Labyrinthkarte von zeigen? Dragon Dance wird auch gerade. Na gut, das war's mit der offiziellen Eröffnung von VIP. Jetzt werden noch die Englisch-Videos folgen und dann gucken wir mal, was dann kommt. Bis dann. Wahrscheinlich von der offiziellen Eröffnung. Ciao. Tschüss.